So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin jetzt gerade 20 Minuten mit dem Jonas im Kreis gelaufen. Eigentlich ist er müde, aber irgendwie schläft er nicht. Jetzt habe ich schnell das Muttertier hergezaubert. Da läuft das Muttertier. So, ich muss nämlich jetzt einen Raid machen. Pupsi hat gerade das Muttertier vom Bahnhof abgeholt. Die ist ja da fürs Wochenende, da ist wieder Wrestling-Großveranstaltung. Deswegen habe ich jetzt mal den Auftrag gegeben, ein bisschen spazieren zu fahren, dass ich den Community-Raid mit euch machen kann. Hat ja irgendwie funktioniert, dass sie noch da sind, sonst hätte ich den jetzt einfach rausfallen lassen. Weil ich einfach nichts hätte filmen können, weil ich spazieren fahre. Ansonsten ist heute natürlich Raid-Boss-Wechsel um 10. Ist Xerneas Ibeltal verschwunden. Katagami, Kaguron sind in die Raids gekommen. Katagami bei uns, Kaguron nicht bei uns. Die wechseln dann am 8. September. Dann ist Kaguron bei uns, dann ist Katagami nicht bei uns. Jeder kriegt dann also auch eine Raid-Stunde, das funktioniert. Und ja, das ist die Arena. Diese Futuristic Sculpture, da sind wir ja schon öfters gewesen. Ist auch gleich in der Nähe, finde ich super. Ich werde euch gleich jetzt erstmal die Konda noch zeigen, vorlesen, wen wir alles einladen. Hab schon wieder Zeitdruck, muss mich hier irgendwo hinsetzen, breit machen, wie auch immer. Oder ich hänge euch halt irgendwo hin. So, 11.40 Uhr wollte ich den Raid machen, jetzt ist es 11.38 Uhr. Ich gehe mal ganz kurz auf den Community-Tab, um euch zu zeigen, wo ich den auch gepostet habe. Da ist der Community-Tab auf dem YouTube-Kanal von mir. Da poste ich auch immer die Listen, die Konda-Listen, alles. Das ist Katagami. Hier seht ihr auch das Bild für Kaguron. Katagami hat einen Wert von 21,01 als 100%iges oder 26,26. Das Ding ist Typ Pflanze und Typ Stahl. Ihr nehmt am besten Feuer. Kampf gegen Stahl wäre auch noch irgendwie cool, nehmt aber einfach Feuer. Denkt einfach so ein kleiner Papierflieger, ihr habt ein Feuerzeug, dann hat er keine Chance. Feuerangreifer haben wir eigentlich genug. Hier sind natürlich auch Mega Glura gelistet, Mega Logok, hier ist Krypto Entei, Krypto Lavados, Krypto Logok, Krypto Ho-Oh oder Apex Ho-Oh auch genannt. Regiram ist am Start, Heatran ist am Start, Flampivian ist am Start, Ramoff ist am Start, also ich bin ja eher am Start, aber ja, das ist das, was ihr wissen wollt. Das ist 11.40 Uhr, noch eine Minute und wen laden wir denn ein? Ich habe hier, die sich eingetragen haben, pass auf, Monolog, Shinaya, Svegodat, 27, Excavador, Aiwaschaf 1, Schäfe 24, Aluhut, Patsch, Netghost, Trainer Ups. Und das sind 10. Eigentlich dürfte ich Svegodat gar nicht mitnehmen, weil er seinen Trainercode nicht mit hingeschrieben hat und das ja eigentlich Voraussetzung ist. Eigentlich hätte ich Pokehunter stattdessen mitnehmen müssen. Aber da ich jetzt nicht nochmal neu die Leute aufschreiben will und mir das bestimmt eh nicht merke, habe ich mir jetzt hier links und rechts 5 Leute reingeschrieben in den Zwischenspeicher und werde jetzt die Gruppe erstmal auf privat und dann öffnen. Ja, vielleicht später. Machen wir mal hier Gruppe erstellen. Haben wir dann Grüns mit Brennt. Das ist die Gruppe. Dann laden wir jetzt erstmal die Leute ein, die wir einladen sollen. So, bevor wir die dann öffentlich machen. Was ist denn jetzt hier? Zeig mir jetzt. Das sind 5. Perfekt. Auf dem anderen habe ich hier auch nochmal Aluhut, Schäfe, Netghost, Patsch, Trainer, Sir, Abs. Falls einer nicht reinkommt, könnte ich ja den Pokehunter immer noch einladen. Mal probieren, will aber kurz Zeit lassen, denn wenn du öffentlich reingehst und hier ist doch jemand in der Nähe und geh dann auch noch rein, dann schafft es vielleicht ein Eingeladener nicht rein, obwohl momentan ja eh keiner mehr über Fanraids spielt und Leute vor Ort, die vor Ort reingehen, sind ja nicht so schlimm. Jetzt sind wir bei 75 Sekunden, mache ich es jetzt auch mal öffentlich. So, wenn ich wieder einladen kann, schicke ich einfach dem Pokehunter noch eine Einladung, falls also irgendeiner es verpasst hat. Hätte er noch ein Plätzchen. Kann ja einer sein, einer hat es vergessen, einer hat keinen Fanraid-Pass. Bei einem schmier die App ab, irgendwas. Vielleicht kriegt der Pokehunter also trotzdem noch den letzten Platz. Ansonsten wäre er der 11. und hätte keinen Platz. Wir werden trotzdem wieder Raids für Zuschauer auch machen, auch mit Katagami. Mein Plan ist also immer Sonntag so 10 bis 12 Uhr 2 Stunden Raids für Zuschauer anzubieten, wo ihr den aktuellen legendären Raid-Boss machen könnt, wo ihr den aktuellen Mega-Raid-Boss machen könnt. Das ist eigentlich ein festes Datum, sogar wenn C-Day war am Sonntag ab 14 Uhr, haben wir vorher 10 bis 12 legendäre Raids gemacht. 13 Leute sind drin. Jetzt will ich mal gucken, sehe ich den Pokehunter? Lino, Pokehunter ist drin. Dann muss wohl einer der anderen nicht reingekommen sein. Ihr seht auch hier lauter Feuerangreifer, da ist Regiram, Labrador, Regiram, Heatran,
Glurak, Ho-Oh, hier drüben sehe ich Entei und Machomai. Also richtig heftige Feuerangreifer, wie gesagt. 7 von 13 Leuten sind bereit. Das wird keine große Nummer, das Fangen wird aber das Problem sein. Ich glaube, ich habe noch nie bei Katagami einfach fabelhaft getroffen. Das ist so klein, wenn das so wäre wie hier, dann wäre das ja super. Aber der ist so klein im Fangbildschirm, dass es fast unmöglich ist, den einfach fabelhaft zu treffen. Also geht lieber auf großartig, damit ihr überhaupt irgendwas trefft, anstatt immer neben den Kreis zu werfen und er dann flieht. Ist immer noch der beste Pflanzenangreifer, ist immer noch eine Ultrabestie, deswegen nehmt da ruhig ein gutes Exemplar mit. Ich glaube, die XL hätte ich sogar bei dem schon voll. Ein 96er oder 98er dürfte ich auch von dem haben, ein 100er habe ich noch nicht. Das wäre richtig cool, wenn jetzt in der Zeit vielleicht noch ein 100er reinkommt. So, wir drücken mal hier kurz durch. Bei beiden Accounts, denn das Fangen dauert ja jetzt auch wieder 10 Jahre. Und eigentlich hätte ich noch die Forschung vom Meisterball euch abscreenen müssen, zeigen müssen. Dazu wird es dann aber ein extra Video geben. Das schmeiße ich jetzt mal dahin. Das ist nämlich mein Brettle, da habe ich gerade hier meine Handys drauf gehabt, damit ich jetzt fangen kann. Wichtig, 2043. Wir curven mal und wir werfen auf jeden Fall drüber. Das ist schon mal nix. 21.01 war, glaube ich, der 100er Wert. Wir haben 20 Bälle gehabt. Jetzt müssen wir nur irgendeinen davon treffen. Das war wieder drüber, also auch wieder nichts. Aber zum Glück kommt er so schnell raus, dass wir gleich wieder werfen können. Ich muss mir mal was anderes überlegen. Weiter nach links schieben. Wieder nicht in den Kreis getroffen. Also für mich ist Katagami der am schwersten zu fangende Raid-Boss. Manche sind ja nervig wie Kyokre, weil man da so ewig warten muss. Trotzdem haben die einen guten Kreis. Das heißt, wenn irgendwann die Raid-Stunde kommt und ihr einladet, werden wahrscheinlich alle fliehen, weil ich immer noch nicht den richtigen Dreh raus habe, wie weit ich eigentlich werfen muss. Das war jetzt richtig lasch. Ich habe zwar ein bisschen gecurved, aber ganz wenig Kraft aufgewandt. Ich dachte, der ist zu kurz. Der hat aber in den Kreis getroffen. Das ist das Problem, dass ich absolut kein Gefühl für den habe. So, das war wieder lasch. Es fühlt sich an, als würde der Ball aus den Fingern gleiten. So wie, ist runtergefallen. Aber er geht bis hin. Also das Problem. Wieder also kein einfach fabelhaft getroffen. Wieder ganz normal hier ein großartiger Wurf. Der hat jetzt hier 12, 14, 10. Wir können ganz kurz mal schauen, was das beste Katagami ist, was ich auf der Hand habe. Müssen ja nur mal so bewerten. Und dann sehe ich, 2090 ist das beste ohne Wetterboost. Das ist ein 96er. Und mit Wetterboost ist das beste 2611. Das ist auch ein 690er mit 15 Angriff. Ich hätte aber gerne einen 100er XL 295. Ja, sind auf jeden Fall dann voll. Ich müsste nur eins verschicken, dann hätte ich das vielleicht. Habt ihr Bock auf Katagami? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wir sehen uns vielleicht dann am Mittwoch in der Rage-Stunde. Boah, was ist heute? Freitag. Trotzdem ist Mittwoch Rage-Stunde, da könnt ihr mich einladen für 5 Katagami und am Sonntag 10 bis 12 Uhr Raids für Zuschauer mit Katagami und dem aktuellen Mega-Raid-Boss, was Mega-Voltenso sein müsste. Habt ihr ein gutes bekommen? Schreibt's mal rein, gibt's nicht in Shiny, muss ich dazu sagen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.